Diese Patienten können erfolgreich nur in Spezialkliniken behandelt werden. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen kämpfen Ärzte und Pflegende um das Leben von Menschen. Sie leiden an der tödlichsten Infektionskrankheit der Welt. Tuberkulose. Die Kranken haben Fieber und blutigen Husten. Sie magern ab und werden immer schwächer. Oft finden die Ärzte die Erreger in der Lunge. Seit einigen Jahren beobachten sie, dass die Erreger zunehmend resistent werden gegen die eingesetzten Antibiotika. Jetzt haben sie Sorge, dass die Seuche zu uns zurückkehrt. Die Tuberkulose, auch Schwindsucht genannt, war für die Menschen lange ein Rätsel. Wie verbreitet sie war und wie sehr sie das Leben und Sterben der Menschen bestimmt hat, zeigen ihre Spuren in der Kultur. Ausgezehrte junge Frauen inspirierten Künstler zu Gemälden, Gedichten und Romanen. Berühmt ist zum Beispiel die Kameliendame von Alexandre Dumas, die jung an der Schwindsucht stirbt. Mit der Industrialisierung breitete sich die weiße Pest vor allem unter den Armen immer weiter aus. In den Städten wohnten die Menschen auf engstem Raum, ohne Licht und Luft. Jeder siebte Deutsche starb damals an Tuberkulose. Und immer noch wusste niemand, was die Krankheit auslöst. Der Durchbruch gelang Robert Koch 1882. Er entdeckte den Tuberkelbacillus und wurde dadurch weltberühmt und zum Begründer der Mikrobiologie. Er fand auch heraus, dass sich die Bakterien über die Luft verbreiten. Doch ein Mittel dagegen fand er nicht. Wer es sich leisten konnte, wurde von den Ärzten in ein Sanatorium geschickt. Zur Erholung bei viel Licht, Luft und gutem Essen. So konnten sie die Krankheit aber nur aufhalten, nicht heilen. Erst die Entdeckung des Antibiotikums Streptomycin 1944 machte eine Behandlung möglich. Weitere wirksame Antibiotika folgten. Die Krankheit verlor ihren Schrecken. Röntgenreihenuntersuchungen halfen, Erkrankte frühzeitig zu erkennen. Seit den 70er Jahren ist die Tuberkulose in Europa immer mehr in Vergessenheit geraten. Ein Fehler. Denn weltweit ist die Krankheit immer noch da. Noch heute sind geschätzt rund ein Drittel der Menschheit mit dem Tuberkuloseerreger infiziert. Fast 2 Millionen Menschen sterben daran jedes Jahr. Vor allem in Asien und Afrika. Und es treten immer mehr Resistenzen gegen die gängigen Antibiotika auf. Ein Impfstoff gegen Tuberkulose, da sind sich alle Experten einig, wäre ein wahrer Durchbruch. Wissenschaftler hoffen seit Jahrzehnten auf eine wirksame Impfung. Aber der Erreger macht es ihnen schwer. Ähnlich wie die Erreger von AIDS oder Malaria benutzt er Abwehrzellen als Versteck. Einmal im Körper attackieren Fresszellen das Tuberkulosebakterium und nehmen es auf. Aber dort wird es nicht verdaut, sondern es überlebt. Es bricht erst aus und macht krank, wenn die Immunabwehr des Menschen geschwächt ist. Bereits 1921 hatten Ärzte einen Impfstoff entwickelt und reihenweise Babys geimpft. Der Versuch endete tragisch. Die Kinder wurden trotzdem krank. Heute weiß man, auch die geschwächten Erreger der Impfung, die Impfbakterien, wurden eingeschlossen und damit unsichtbar für das Immunsystem. Wie kann man den Impfstoff für unser Immunsystem sichtbar machen? Der Trick? Forscher verändern die Impfbakterien so, dass sie die Hülle der Fresszellen auflösen können. Unter dem Mikroskop können sie verfolgen, was passiert. Die manipulierten Impfbakterien, hier rot markiert, werden von den Fresszellen aufgenommen, wie erwartet. Und jetzt werden die Impfbakterien aktiv. Die Impfbakterien beginnen, die Membran, die sie umgibt, zu durchlöchern. Dadurch sollen die Impfbakterien wieder freigesetzt werden. Das Immunsystem könnte sie erkennen und einen Impfschutz aufbauen. Ob dieser Trick im Menschen funktioniert, wird derzeit getestet. Klappt er, könnte eine weitere Seuche ihren Schrecken verlieren. Moment mal, ihr seid noch hier? Das kann nur eine Sache bedeuten. Ihr liebt Wissenschaft. Dann wäre es jetzt nur die logische Konsequenz, sich einer dieser Videos anzuschauen oder direkt zu abonnieren. Vertraut mir, ist wissenschaftlich geprüft.